Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finding Bigfoot. Wieder mit dabei, die Luna. Yay, Jäger Luna hat ihn schon übelst erwischt. Ja, ihr seht schon oben. Das Ding ist nämlich, jedes Mal, wenn man das Spiel ausmacht, es gibt keine Speicherfunktion. Man muss es nochmal neu machen. Wir haben uns jetzt hier nochmal 2-3 Stunden hingesetzt und haben jetzt aber die ultimative Taktik. Wir haben das Spiel voll durchschaut. Oh, mega. Wir können ja mal kurz die Karte öffnen. Und ihr seht schon, an allen Wegpunkten, an so Gabelungen oder wo er halt auf jeden Fall langläuft, da haben wir auf jeden Fall schon mal eine Falle plus Kamera, dass wir jedes Mal sehen, wenn es ausgelöst ist, wann er da reingetreten ist, wo er reingetreten ist. Und wir haben jetzt 3 Leichen gefunden. 3 Leichen, die vierte, keine Ahnung, wir sind jetzt so oft über die Map gelaufen, ne? Wir haben keine Ahnung, wo Gordon sich versteckt. Aber vor allem, wir sind wirklich zickzack gelaufen, alles. Wir haben wirklich 3 Stunden jetzt gesucht, wir finden den einfach nicht. Wirklich, ohne Scheiß, 3 Stunden und über die anderen sind wir auch mal so drüber gestolpert. Aber die Nachricht des Tages, Luna ist so schießen, ne? Ich bin so schießen, ja. Ich hab den auch ein paar Mal erwischt. Luna hat heimlich geübt. Ich habe heimlich geübt, genau. Ja, der ist fast tot. Wir gehen davon aus, wenn wir ihn dann komplett erlegt haben, dass man ihn dann fesseln kann und dann mit in den Wohnwagen zieht. Genau, hier so in das Klass Käfig. Ja, in das Käfig. In das Käfig. Vom Gebäude her. Vom Gebäude, genau. Iben Wäschebär. Ja, Ibims. So, die Frage ist, was wollten wir jetzt machen? Wir wollten irgendwas machen. Du wolltest ihn tracken, glaube ich, ne? Oder hast du noch eine Trackkugel? Ja, 2 Stück noch. Okay, weil ich habe nämlich keine mehr. Genau, das ist der nächste Tipp. Den immer tracken, wenn es geht mit einem Schuss gleich. Weil dann weiß man immer, wohin läuft. Da kann man ihm hinterher rennen und dann, Richtig. Kann man ihm die Hucke voll geben. Deswegen haben wir ihn jetzt gut und schnell runterbekommen. Er ist oft in Fallen getreten. Na, gucken wir mal. Aber stimmt, du hast gesagt... Was habe ich gesagt? Du hast gesagt, alle Fallen sind soweit noch in Ordnung. Ja, wir haben eine einzige Falle, da steht keine Kamera und ich denke, da ist er als letztes rein. Ich glaube, das ist da unten. Komm mal mit. Gucken mal. Ich komme mal krass mit. Und ich bin so stolz, ne, Chris hat das erste Mal richtig das Nachtsichtgerät genutzt. Oh, ja. Ich bin so stolz. Na, ich habe mich gerade beschwert, dass es so dunkel war, gerade in Folge 5. Aber wenn man das Nachtsicht dann benutzt, das ist dann doch schon hilfreich. Ja, also das ist echt mega, mega dunkel teilweise. Da bringt dir die Stirnfunzel halt auch überhaupt nicht. Ja. Ja, aber ich frage mich echt, wo die vierte Leiche sein soll. Also wir sind so oft über die Map gelaufen, ja, alle wichtigen Punkte abgelaufen. Und wie Chris schon erwähnt hat, wir sind auch zickzack gelaufen und einer oben, einer unten lang. Und die ist nirgendwo zu finden. Ich glaube, Gordon hat er einfach in einem verschluckt, wie vielleicht, so eine Schlange. Oder der ist entkommen. Steht ja auch drunter, wenn möglich. Vielleicht kommt der später noch oder wird dann freigelassen oder so. Hat er ihn noch im Keller oder so? Oder der ist in dem Haus, weißt du, wo das Licht an ist. Ja, da oben, der macht Party alleine. Der kocht sich gerade ein Süppchen. Ja. Und für die Leute in den Kommentaren, die immer geschrieben haben, der ist da und da und da und da, findet ihr das? Map, map, map. Die sind nämlich random verstreut. Wir haben jetzt das dritte Mal hier angefangen. Aber wir haben schon gesagt, man muss ja dazu sagen, das Spiel hat nicht so viel Content. Muss man ja sagen, muss einfach nur das Vieh töten und die 4 Leichen finden. Aber es macht mega Spaß einfach. Ja, es ist so lustig. Vor allem, wenn du gerade konzentriert irgendwo dir was anguckst oder was suchst und dann schlägt einfach wieder so übelst laut der Blitz ein. Aber das müssen wir dazu sagen, haben wir noch nicht in der Aufnahme, leider. Nee. Aber wir fangen das noch 100% ein. Ey, ich habe mich so erschrocken, aber Chris auch. Das ist richtig heftig, weil es so laut ist einfach. Ja. Und dann auch aus dem Nichts, auch teilweise, wenn es dann auf einmal nicht regnet, dann bounce. Guck mal, ich glaube hier. Irgendwo. Obwohl, also, nee, da hätten wir ja schon das Fallensymbol gesehen. Ich überlege gerade, wo die letzte Falle war. Ja, ich weiß halt auch nicht. Wirklich eine, wo keine Kamera installiert war. Ach, verdammt. Jetzt hören wir auch die Falle nicht mehr. Hier verschwindet alles spurlos. Ja, es ist echt so. Selbst vielleicht Bigfoot. Das ist echt heimlich. Ja, ja. Der ist jetzt schon lange nicht mehr aufgetaucht. Also man kann, glaube ich, auch wirklich sagen, je weniger Energie der hat, desto vorsichtiger wird der. Ja, weil am Anfang haben wir den auch getrackt und sind immer hinterhergelaufen. Und irgendwann ist er mal angehalten und hat uns dann angegriffen. Aber jetzt rennt er die ganze Zeit weg. Der rennt nur noch weg. Aber der muss halt auch irgendwie nur noch einmal, glaube ich, in die Falle treten. Und dann müssen wir noch einmal die Hucke vollhauen und dann dürfen wir haben. Aber geil war vorhin auch, wir sind so im Dunkeln da an dem Morast lang gewandert. Chris auf der einen Seite, ich an der anderen. Und Chris sagt gerade so, ja Mensch, der hat sich aber auch lange nicht mehr gemeldet. Auf einmal springt er bei mir aus dem Gebüsch und haut mir voll eine
runter. Hat er voll gehört. Ja. Aber da habe ich ihn tatsächlich auch noch angeschossen, ja. Jetzt habe ich, hab ihn erwischt, ja. Mhm. Mhm. Aber man kann dazu sagen, selbst wenn wir den jetzt erlegt haben, weil wir haben mitbekommen, ihr seht das gerne, wenn wir beide hier Scheiße machen. Ja. euch gefällt das und uns gefällt das auch. Und man sieht ja schon im Menü, es kommt bald die zweite Map dazu. Coming soon steht der da. Ja, mit Yeti hoffentlich. Ja, auf jeden Fall ist alles mit Schnee. Vielleicht ist auch, was natürlich fail wäre, wenn es die gleiche Map wäre, bloß mit Schnee bedeckt. Oh, na, das wäre doof. Aber das hätten sie dann aber auch gleich bringen können, ne? Da hätten sie nicht Coming soon schreiben müssen. Boah, es ist so anders hier, Chris. Ja. Ist der See nur gefroren, ne? Kannst du Schlittschuh drüber laufen? Ja, ey, den Baum kenne ich doch. Nee, das kann nicht sein, der ist weiß. Nein. Ja. Oh, Falle. Er ist wieder eine Falle. Ha! Aber das Ding ist, ich denke immer, er hat ja von da so geschrien. Aber wenn man da hinguckt, dann müsste jetzt die 7 oder die 2 sein. Ich wette, wenn wir jetzt zur 7 oder zur 2 gehen, die sind nicht ausgelöst. Ja, na, lass uns einfach mal machen. Vielleicht sehen wir ja was, vielleicht auch nicht. Aber das ist so, also eigentlich ist es ganz cool, dass die Leichen immer woanders sind, aber gerade nervt es ein bisschen. Weil wir schon, wenn wir alles machen, dann wollen wir auch die Leichen haben. Ja, also wir würden schon gern auch noch die letzte Leiche finden, aber wir haben zum Beispiel, ich sag mal so, in den ersten 15 Minuten hatten wir schon 2 oder 3 Leichen gefunden. Ja. Und jetzt finden wir einfach die letzte, finden wir überhaupt nicht. Das ist bestimmt hier irgendwo versteckt. Ja, aber das wäre ja auch doof irgendwie, ne? Weil alle anderen lagen so halb am Weg und hier die letzte Leiche findest du halt nicht. Na. Wir haben schon überlegt, ob wir den aus Versehen überfahren haben mit dem Wohnwagen. Ja. Das war der letzte Überlebende. Du hast kurz dahin geguckt. Ohne Wurzel. Hast du was gehört? Nein. Ach, es war bestimmt nur eine Wurzel. Ganz gut. Ja, genau. Oder der ist in diesem Hütchen, was wir da mal gefunden haben. Genau, und macht da Party. Wo das Licht an ist, genau. Oder er steckt hinter dem Bigfoot-Kostüm. Das kann auch sein. Oh, hier müssen wir wieder langsam laufen. Wenn man hier rennt, schräge runter, kriegt man Schaden. Ja, dann. Ich habe ja schon wieder kassiert vorhin von ihm. Ich habe zwar noch ein Heilpäckchen, aber wer weiß, wofür man das noch braucht, ja? Hier ist zum Beispiel auch ein Baum umkippt mitten auf dem Weg. Habe ich übrigens getestet, bevor wir das letzte Mal ausgemacht haben. Wenn die umkippen und auf einen drauffallen, ist man tot instant. Ja, also tatsächlich. Man stirbt dann gleich. Und der hat mich auch noch fast erwischt, ne? So, aber. Hier kann ja eigentlich nicht. Nee, hier ist nicht ausgelöst. Okay, dann müssen wir zur zweiten. Aber der hat auch keinen Bock auf diesen Elch hier. Nee, ich glaube, der liegt doch einfach scheiße, weißt du? Da kommt er nicht richtig ran. Lass mal zur zweiten. Guck mal, der hat auch die Pfoten, die Vorderpfoten hier so nach hinten. Ja, uns ist aufgefallen, jedes Mal, wenn du so ein Vieh erschießt, ne? Warte mal, der hat gar keine Beine doch, mehr. Doch, hier bei mir hinten. Ach so, die gucken dann einfach so hinten raus. Aus dem Rücken. Aus dem Rücken. Obwohl, bei dem liegen die vorne. Wahrscheinlich will er den deshalb nicht. Ja, der nimmt nur Elche mit Beine nach hinten. Ja, Elche mit Beine nach hinten. Und die Erklärung hier ist auch wieder so geil. Trap. Zum Fangen großer Tiere. Sie müssen Maske S nach dem Platzieren. Ja. Ja, weißt du Bescheid. Maske S nach dem Platzieren. Aber da liegt da auch schon ewig, der Elch. Aber das Ding ist, wir haben den Elch nicht mal erschossen. Der ist bei der Falle, die lag vorher schon da. Da ist er reingetreten. Da mussten wir die Falle halt nochmal neu. Das war auch geil. Das hatten wir auch so noch nicht. Dass ein Elch in die Falle tritt, aber... Es funktioniert, ja. Ja, es geht alles. Aber im Endeffekt muss man wirklich nur... Was? Achso, nein, erzähl erst. Im Endeffekt muss man wirklich nur an den ganzen Gabelungen... Hier ist die Falle. Ha. Ah! Die sind nicht ausgelöst. Nö. Aber hier können wir mal die Kamera hinpflanzen. An den ganzen Wegpunkten, an den Gabelungen einfach immer nur eine Falle hinhauen. Und den dann halt ab und zu mal erschießen. Und dann hat man den eigentlich schon so gut wie runter. Weil ich glaube, mit nur erschießen klappt das nicht. Da nimmt man dem ungefähr immer so 0,5 cm Leben ab pro Schuss. Und das ist wirklich sehr, sehr wenig. Also wenn man nur, ich laufe übrigens mal oben lang kurz, um zu gucken, ob hier vielleicht Gordon noch liegt. Da war ich schon. Und da bin ich auch drüber gelaufen, das klappt auf jeden Fall. Über den über den Baum, der über den Canyon ragt. Okay. Wenn der jetzt zu dir kommt, dann habe ich ihn nicht getrackert. Ja. Dann, Ja, dann weiß ich. Dann Ich wollte kurz zur 2 noch gucken. Bist du schon auf dem Weg zur 2? Ich renne. Jawohl. Bin hinter dir. Sehr gut. Ich sehe dein Lämpchen. Ja, aber was der Chris von. Ach, ist ja süß. Was der Chris vorhin noch sagen wollte, deswegen, das werden wir auch antesten, dann, wenn die neue Map raus ist. Ja, genau. Hoffentlich total anders ist. Ich hoff's.
Zumindest und hoffentlich ein bisschen heller. Also nicht ganz so extrem duster. Das wäre schon was. Aber dann hat man vielleicht nicht mehr so den Erschreckfaktor. Ja gut, das kann auch sein. Hä, wo ist denn hier die Dings? Ach, hier. Warte mal. Ne, die ist auch nicht ausgelöst. Will ich mich verarschen? Ja, wir müssten wieder gucken. Ja, klasse, aber da 5 gleich noch gucken. Wir haben nichts zu tun hier. Wir warten. Nö, der kommt halt auch nicht mehr so oft. Der hat Angst. Der kommt ganz, ganz selten. Springt ja mal vor, macht. Hallo. Und ganz, ganz selten hörst du ihn auch nur noch mal hier rumkrakeln, wenn er in irgendeine Falle getreten ist. Aber, also unserer Meinung nach, brauchst du wirklich unbedingt die Fallen, weil nur mit Erschießen, das wird nichts. Nee. Und wir haben es ja jetzt schon 3-mal probiert. Ja. Und diesmal sind wir uns aber ganz sicher, diesmal klappt es. Diesmal kriegen wir den hin jetzt. Ja. Aber man braucht schon so 3 Stunden ungefähr. Ein bisschen länger meistens sogar, oder? Ja. Jetzt schon gut rumgeballert hier. Ja. Ja, weil der halt auch wirklich dann oft vor dir wegrennt. Selbst wenn du den dann getriggert hast, ne, du kommst ja so schnell überhaupt nicht hinterher. Na. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo hier die Leiche, wie gesagt, noch sein soll. Wir haben auch die ganzen Zwischenräume, wenn man auf die Map guckt, zwischen den Wegen und so, alles. Wir haben alles abgesucht, ja. Wirklich. Und es würde mich halt wundern, dass die anderen so, zwar jetzt nicht gut sichtbar, aber relativ gut zu finden sind. Und der soll ich jetzt in Luft aufgelöst haben. Bist du? Ich gehe kurz mal zur Höhle, weil da noch ein Medikit ist. Ah, so, dann renne ich schon mal zur 4 kurz, okay? Jo, irgendwo wird er sich schon sehen lassen. Du hast keine Track-Dinger mehr, wa? Nein, habe ich leider nicht. Okay, hier ist auch noch nicht ausgelöst. So. Ja, das ist auch ganz wichtig, immer die Fallen wieder auszulösen. Ja, genau. Das haben wir jetzt auch schon so oft gemacht. Haben wir eigentlich am See schon komplett geguckt, rundherum? Na, rundherum ja, aber im See, im Moor jetzt noch nicht. Was, im See? Warte mal. Ich meine jetzt, also den See, nicht das Morastding. Nee, ich glaube nicht. Weil da gucke ich nämlich auch gerade nochmal, ob er hier vielleicht irgendwo am Ufer. Und gleich bei den Zelten. Okay. Ja, ich bin unter den Zelten jetzt gerade. Hast du hier eingegraben? Ja, ich habe mich da noch nicht einfach verbuddelt. Ich bin bei den Kanus jetzt hier. Ich lieg unterm Zelt. Und am Zelt sind 3 Kanus, ein blaues, ein rotes und ein gelbes. Können die eigentlich schwimmen? Ich weiß nicht. Oder ist der See so niedrig, dass man hier... Also bis jetzt, der ist auch sehr flach. Ah, man kommt nicht rein. Unsichtbare Wand, oh, wieder hier so gegen die Sonne gucken. Du echt, du kommst nicht rein? Nee. Im See. Ach nee, weiter geht nicht, glaube ich. Ja, weiter geht nicht. Vielleicht schwimmt er irgendwo. Meinst du? So wasserleichenmäßig. Oh, schön. Schon so aufgedunsen, ja. Das wäre doch was. Oh, jetzt sehe ich schon wieder fast gar nichts hier. Was, da fast gar nichts. Guck mal, wer hier neben dir ist. Oh Gott. Okay. Ja, lass uns mal an dem See nochmal komplett unten langlaufen. Wir müssen jetzt einmal um den Felsen drum. Drumrum. Vielleicht liegt er ja da doch noch. Dumm drumrum. Ich meine, ich glaube es zwar nicht, ich glaube, der existiert einfach gar nicht, aber man weiß es ja nicht. Mal, hier geht's auch noch. Ach, nee. Ich dachte, wenn man hier über den Stamm läuft, dass man nach da oben kommt, aber da... Nee, vergiss es. Okay, schon vergessen. Oh, warte mal. Schräg. Ist nicht weh. Ah, vielleicht liegt der hier irgendwo im Schilf. Ja, blub, blub. Blub, blub, ja. Echt. Ach nee, das ist nur ein Stein, schade. Der sah so komisch aus. Das war er vielleicht mal. Ja, vielleicht ist er jetzt zum Stein mutiert. Das kann ja sein. Jetzt wird es wenigstens schon wieder dunkel, das heißt, er kommt auf jeden Fall. Ja, das wäre super. Ich habe erst immer die Theorie gehabt, dass diese Krähe, die da kräht, uns hinweist, wo eine Leiche ist, aber irgendwie kräht die immer von woanders. Ja. Ist jetzt Wasser hinten. Wo bist du denn jetzt hin? Immer noch am Fluss? Ich bin immer noch am See. Ja, ich habe dich gerade leuchten sehen. Ah, ich komme. Da bist du. Ja, ich schlage mich hier gerade so durchs Schilf. Aber ich glaube hier... Nee, hier ist aber auch nichts. Obwohl, ich bin noch nicht ganz rum.
Blub, blub. Aber das mit Gordon, das nervt mich echt, ne? Aber jetzt könnte Bigfoot halt auch mal wieder kommen. Ja, ja. Genau, wir vermissen ihn schon. Man hat halt hier wirklich zwischendurch immer lange Zeiten, in denen auch nichts passiert. Aber dafür kracht es danach wieder richtig. Ja, ja. Hier an dem Steg hatten wir gar nichts platziert. Platziert? Blablabla. Nee, aber wir haben ja auch nichts mehr. Stimmt. Da hast du recht. Was soll denn der jetzt sein? Ich weiß es echt nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich verstehe es auch echt nicht. Höchstens jetzt sind wir schon wieder bei der Brücke. Wir laufen auch nur im Kreis. Können auch hier höchstens nochmal am See, am Fluss. Da unten gucken, wo das Kanu war, oder? Da lag ja auch noch ein Kanu, oder? Jetzt hier unten. Ja, aber ist nichts. Okay. Doch, ach, doch. Echt? Da. Jawohl. Ja. Boah, der ist aber richtig versteckt. Der liegt echt im Wasser, Leute. Das war gerade eigentlich nur eine Vermutung. Das war jetzt die letzte Vermutung, die wir eigentlich angestellt hatten. Ey, guck mal, wie oft wir an den. Ja, den. Natürlich. Oder ist noch ein Hirsch? Ja, ich sehe ihn. Nicht getroffen. Ja, ja. Scheiße. Scheiße. Aber. Alter, wo bist du denn jetzt? Ich bin hier oben auf dem Felsen. Ich bin bei der Brücke. Aber krass, wie soll man den denn finden? Ja, vor allem, da hörst du ja auch die Fliegen nicht. Wir haben uns ja auch jetzt drauf verlassen, dass wir irgendwann drüber stolpern und die Fliegen dann hören. Ja. Oh, Gott sei Dank, das müssen wir uns als Spawnpunkt unbedingt auch noch merken, falls wir das nächste Mal wieder einen nicht finden. Lass da unten auch noch einer liegen. Ey, guck mal, krass, wie oft wir jetzt auch vorbeigegangen sind. Ja, bei dem Wasserfall, da kannst du aber auch nichts hören. Ja. Alter. Aber hier war der auch schon ewig nicht mehr. Der, wie gesagt, der echt, der müsste schon verwest sein, so. Ja, ja, genau. So. Oh ja, also Gott sei Dank haben wir jetzt Gordon noch gefunden. Ja, jetzt müssen wir nur noch Bigfoot wiederfinden. Ich wäre dafür eigentlich... Was denn? Zurück zum Wohnwagen zu gehen. Ja, ist eine gute Idee. Ich hätte so einen vorgeschlagen. So ein Magnet für Bigfoot. Ja, ja, zum Wohnwagen, da schleicht er ja doch öfter mal vorbei. Ja. So auf Zehenspitzen. Ja, so... Alter. Ey, vor allem da habe ich jetzt gesagt, überhaupt nicht dran geglaubt, dass der da ist. Da, ne? Kommt, da kommt. Ja! Okay, ich habe ihn getrackt. Verrecke! Verrecke! Oh, jetzt haben wir einen. Jawohl! Ja, tot! Ja, guck, gefangen! Fangen Sie Bigfoot! Aber wie geht das? Ich mach's grad. Ich will auch. Jawohl! Jetzt müssen wir ihn aber noch in den Käfig setzen. Okay. Oh, jetzt müssen wir den rechts und links nehmen. Nee! Okay. Nee. Binden! Nee, nicht losbinden. Ah, nur hinterherziehen, oder? Nee, mit warte mal. Oder? Losbinden und dann. Ja, ziehen mal, Chris. Oh, wir müssen, Alter, geil. Wir müssen aber aufpassen, dass der nicht aufwacht. Oh, das ist ja direkt am Wohnwagen. Nice. Oh, wie geil ist das denn? Das ist aber echt cool gemacht. Ja, nee, Chris, das gibt's doch gar nicht. Vor allem kurz nachdem wir die Leiche entdeckt haben. Das Seil kommt zwar so aus seinem Kopf, aber. Oh. Ja, kriegst du ihn? Muss ich ziehst ihn gerade zum Steg runter irgendwie. weil ich ihn kurz angeguckt hab. Ey, nice. Ich steh auf ihm. Ja, aber guck mal, also am Gesicht müsst du auf jeden Fall noch was machen. die Frise ist ja geil. Was ist das denn? Wir haben ihn. Stell dich, dass er aufwacht, komm. Ja. Wieder mit voller Energie. Ja. Kann die eigentlich mitziehen? Nee. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, den kann nur einer ziehen. Naja, wieder mit voller Energie, das wär bitter. Geil. Aber der atmet noch, ne? Ja, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Aber jetzt relativ schnell tot. Luna hat wieder gut getroffen. Oh, danke schön. Ich bin so schießen, Junge. Ich bin wirklich so schießen. Hashtag Luna trifft. Aber das war echt... Boah, das ging jetzt gut, ne? Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, wir müssen ihn noch, also so mindestens zweimal sehen. Oder er muss auch noch mal irgendwie eine Falle oder so. So. Oh, wenn der gleich im Käfig ist, ich bin so gespannt. Ich auch. Aber das Gesicht mit der Frisur, das sieht echt so geil aus. Wobei, er hat halt keine Augen mehr. Das sieht so aus wie so eine Figur, die man anmalen muss. Wie so ein großer Monchichi-Korb, weißt du?
Lass ihn uns umbringen und den Kopf über den Kamin hängen. Oh, wunderschön, ja. Mal sehen, ob es wenigstens ein Ende gibt oder ob es einfach nur, ob wieder irgendein cooler Text da steht. Oh, das wäre geil, das wäre echt lustig. Oh, ich frage mich, also das will ich jetzt nicht testen, ne? Aber ich frage mich, wenn du ihn losbindest, ob er dann einfach wieder mit voller Energie wegrennt. Nee, ich glaube, das Losbinden ist nur darauf bezogen, dass du das nicht ziehst. Ach, okay. Na. Also ich könnte aber jetzt, wie geil wirklich du. Soll ich mal jetzt losbinden? Jetzt kannst du hingehen, Binden machen. Ah, warte. Und jetzt hast du dich, ey. Komm. Wir sind gleich zu Hause. Oh, wie geil. Vor die Füße sehen ganz cool aus. Ja, ne? Vor allem dann. Oh, warte, ich bin gegen Dings gelaufen. Dann bist du nur kurz da und bindest ihn fest und dann ist er gleich auf so einer Trage drauf. Das ist cool. So, kann ich den jetzt denn eigentlich hier reinziehen? Ah, warte mal. Nee, du musst nochmal. Du hast ihn nicht mehr. Ah, ja, ich hab's schon gar nicht so gehört gerade. Ja, zieh du ihn mal weiter. Du bist der Mann. Du bist so stark. Du bist so stark. Oh. Ah, guck mal, das ist schon markiert. Ach ja. Nice. Ja. Oh, da sitzt er. Gegen Enter. Oh, guck mal. Hallo. Oh, irgendwie tut er mir jetzt leid. Oh ja, er sieht so traurig. Oh, guck mal die kleinen Haare. Wow. Oh, er greift raus. Alter, das macht er auch noch. Ernsthaft? Ich verpasse hier noch eine Kugel, Junge. Boah, erschreck mich doch nicht so. Ob der ihn noch tötet. Aber er hat echt eine coole Frisur. Ja, aber guck mal, mit seinen puscheligen Haaren, dann wie traurig er aussieht. Ja. Sollen wir ihn freilassen? Er tut mir schon leid, aber geil ist auch jetzt hier, guck. Alle abgehakt. Und alle Aufgaben sind auch abgehakt. Ja. Ja, cool. Greift er nochmal raus? Oh, jetzt ärger ihn doch nicht. So wie im Zoo. Oh, guck mal, aber wie traurig er guckt mit seiner Wuschelrübe. Na. Oh, mit seinem blutigen Schnäuzchen. Aber warum hat er grüne Augen? Vielleicht ist er doch ein Alien. Oder er hat zu viel Red Bull getrunken. Das kann sein. Wollen wir mal Enter drücken? Ja, komm, wir drücken mal Enter. Die fingen ein, aber andere kommen. Aha. Oh. Das ist nochmal. Okay, das war's. Das war's. Genau, wenn man jetzt hier oben ja nochmal auf. Ich mache jetzt nochmal Gruppenexpedition. Genau, und da steht ja hier Coming Soon. Aber es sieht schon verdächtig danach aus, dass es einfach auch wieder nur ein Wald ist. Ja, es ist ein Wald, in dem einfach Schnee liegt. Das wäre halt schade, wenn das wieder so ähnlich wäre. Aber es ist halt. Okay, es ist ein Nationalpark, ne? Na. Hauptsache, man erschreckt sich, dann ist alles gut. Hauptsache, es ist ein bisschen anders, ne? Dann ist schon okay. Aber wir haben es geschafft, Chris, yay! Juhu. Und das werden wir euch auf jeden Fall auch zeigen. Ja. Wenn ihr da Bock drauf habt. Und ich wollte noch was loswerden. Und zwar, ihr habt ja auch in den Kommentaren geschrieben, dass euch das Duo gefällt. Zwischen mir und Luna und so und unserem flachen Niveau, was wir an den Tag legen. Wenn ihr noch Spiele kennt, die ihr von uns beiden sehen wollt zusammen, dann haut das ruhig mal in die Kommentare. Ja, sehr gern. Und dann, ja. Ja, wir sind immer offen für neue Spieleideen, weil wir fanden es auch sehr, sehr witzig. Genau. Und dann, ja, gucken wir mal, was wir davon umsetzen können. Genau. Und, ja. Dann würde ich sagen, erstmal an der Stelle. Peace und Frieden. Genau. Make love, not war. Richtig, genau. Und wir sehen uns dann, wenn das Coming Soon hier verschwindet, sehen wir uns wieder. Genau. Und, oder wenn ihr eine andere coole Idee habt, was wir zusammen zocken können, wie gesagt, immer gerne her damit. Genau. Dann erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Ja, das war Finding Bigfoot. Wir haben ihn gefunden. Genau. Gefangen. Wir haben ihn gefunden und die Leichen gefunden und erlegt haben wir ihn, das Großwild. Yay. Genau. Dann erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao.